Geht doch. Ich glaube, ich höre ihn schon. Ich hätte theoretisch auch eine Granate in den Rabenschwarm reinwerfen können. Aber da habe ich jetzt zu spät geschalten. Da. Ich müsste eigentlich die Aufnahmesession schon beenden, weil ich merke schon, wie ich langsam müde werde. Normalerweise halte ich nach der Arbeit am Freitag immer ein kleines Mittagsschläfchen. Das ist aber diesmal ganz klein ausgefallen, dadurch bin ich heute etwas müde. Aber das, ich will ehrlich gesagt gerade nicht aufhören zu spielen, weil es so cool ist. So. Gut. Da gibt es eh nichts mehr. Kann man da irgendwie hören? Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, da müsste es aus dem irgendwo, aber ich weiß nicht genau wo, ein Medaillon geben. Okay. Können wir aber später auch noch holen. Ah, da braucht man wieder so einen Schlüssel. So einen zackigen Schlüssel. Und da hinten ist ein Händler. Wieder ein bisschen Kohle. Ah, da haben wir irgendwas übersehen. Oh, da haben wir wirklich was übersehen, okay. Wie kann denn das passieren? Hier. Objekte verwalten. Wenn Sie ein Objekt nicht aufnehmen können, weil Ihr Inventar voll ist, können Sie versuchen, über Objekte die Hubfähigkeiten in Ihren Koffer platzsparender anzuordnen. Sie können außerdem Objekte herstellen, um Platz zu schaffen. Ja, gut. Wir könnten... Wir haben 17 von die... Ich mache das schon mal. Weil ich glaube, das werden wir jetzt gleich brauchen. Dann machen wir das auch gleich. So, das nehmen wir mit. Und das... Sorry, ich muss jetzt nur mal schauen. Warte mal, außerdem... Achso, okay, das ist der Schatz, den wir noch nicht hinkommen. Aber ich würde es trotzdem interessieren. Ah, womöglich. Okay. Da, wo der El-Gigante gerade drin ist, da wird das blaue Medaillon sein. Würde ich mal vermuten. Dann schauen wir da später wirklich nochmal hin. So. Ups, ganz langsam. Sind wir jetzt hier, wo ich im Original den Händler erschossen habe? Ich glaube schon. Oh, gibt es da wieder so eine Art Schießbude? Sieht so aus. Schauen wir uns das ganz kurz einmal an. Keine Daten. Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Jeton Automat. Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche einen Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst.
Reise. Tausche deine Chitons an einen Chitonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falschen Begebenheiten. Tipps und Tricks. Erstens, du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in der Nähe schießt. Zweitens, sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischst, werden die Punkte abgezogen. Drittens, für manche Ziele braucht es mehr als nur einen Schuss. Baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Viertens, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Boah. Das schaut gut aus. Ja, muss ganz ehrlich sagen, Talisman will ich schon haben. Die Musik ist cool. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ein Gewehr räumt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen. 3, 2, 1, leg los! Oh oh. Genau so. Und das Spiel ist vorbei. Errungenschaft freigeschaltet. Hobbyschütze. Okay, wir haben A. So, so. Fast besser als erwartet. Ziele verschwinden nach einer gewissen Zeit. 3, 2, machen wir es nur mal mit einer anderen. Mit einer anderen Waffe. Oh. Der war aber schnell. Okay. Ja, immerhin. Du hast ja richtig Talent, mein Freund. Okay, so. Jetzt lassen wir die Chatons einmal ein da. Und bekommen einen Kultistenanführer. Grünes Kraut stellt 10% mehr Gesundheit wieder her. Okay. Talismane können nur Nebel im Schreibmaschinen über Koffer anpassen, gewechselt werden. Ja. Okay. Ja, cool. Dann haben wir das auch mal gesehen. Ist ja was. Aber wie gesagt, ich finde es. Also, ich weiß nicht, ob man nur hier Talismane bekommen kann. Oder ob es so im Spiel auch noch welche gibt. Würde ich irgendwie schade finden, wenn es diese nur hier gibt. Aber ja. So. Gut, okay, da geht's dann weiter. Was haben wir hier Schönes? Sechseckiges Teilstück. Ah. Okay, was ist das? Das ist ein Schatz, oder? Na, das ist ein sechseckiges Stein. Also eine sechseckige Steinfliese mit einem ungewöhnlichen Muster. Braucht man das vielleicht? Oh. Braucht man das vielleicht für die Türe zur Kirche, das kann sein. Das hätte ich mir vielleicht anschauen sollen. So. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Ja. Händler-Tipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzte Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extra-Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt. Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihrer Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Ah, es gibt immer einen Haken. Ha, einsame Spitze, Fremder. Danke. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, wenn es so viel zu verkaufen. Naja, ein paar Sachen habe ich.
Die zwei zumindest. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen und gut gemacht, Fremder. So. Ja, die kaufe ich mir erst, wenn ihr wieder einen größeren Koffer habt. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? 20.000. Eine Waffe den eigenen Bedürfen? Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das, stirbt mir da draußen nicht weg. So, dann haben wir das auch gemacht. So, dann speichere ich jetzt wirklich mal ab. Genau, sehr schon kurz. Es ist 2:15 in der Früh schon. Was habe ich da eigentlich? Ah, genau, das ist das Neue. Aber wir können es trotzdem mal anbringen. Rechts anbringen. Dann haben wir zumindest mal 3 Talisman angebracht. So. Kann ich die eigentlich verkaufen? Okay, irgendwas herstellen. Ein Bolzen könnte ich mir herstellen. Oh, da habe ich auch schon 10 Stück. Das wird auch wieder einen neuen Inventarplatz wegnehmen. Okay, und kann ich, ups. Da, warte mal, na. Damit was herstellen? Nicht, okay. Da haben wir es nur mit Pistolenmunition. Der Koffer ist viel zu klein. Ich hätte mir einen Bolzenstein noch nicht kaufen sollen. Aber wir könnten ja theoretisch, warte mal. Weißt du was? Aufbauen. Wir könnten das ja einfach mal verstauen. Und dafür nehme ich das jetzt mal mit. Und kann ich die verkaufen? Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Da, Sentinel, nein. Ich kaufe fast alles. Ah, wir können sogar von der Kiste aus verkaufen. Ja komm, let's go. Besten Dank. Verkaufen wir die und springen praktisch mit den Standardwaffen weiter und jetzt können wir dafür auch noch upgraden. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du das probieren mal, ob's passt. Mach mal so. Langsam verstehen wir deinen Geschmack. Komm jederzeit wieder. So, genau. Wir lassen jetzt den Bolzenwerfer mal in der Kiste. Zumindest. Weil einmal. Kann man die eigentlich, warte mal. Wann kann man die auch? Nö. Sollte man vielleicht mal öfters Granaten nutzen. Die werden echt immer mehr und mehr. So. Gut. Du hast eine Pistolenmunition schon, zweiten Stack kam es auch ärgerlich. Überleg gerade, ob ich ein paar Granaten verkaufen soll. Heilung will ich ehrlich gesagt ungern verkaufen. Nehmen kann ich auch gerade keine. Kann man das? Kann man auch nicht in die Kiste geben. Okay. Pass auf, die Heilung kommt jetzt mal hier hin. Dafür kommt hier mal die Munition hin. So. So, das Crafting-Zeugs kommt mal hier hin. Belassen wir es so mal. Okay. So, gut, jetzt speichere ich mal ab. Jo, liebe Leute, dann werde ich jetzt diese Aufnahmesession mal beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession wieder. Es könnte natürlich sein, dass es jetzt irgendwann mal unter der Woche ist. Ich muss das jetzt mal schneiden, dann hochladen und dann muss ich mal schauen, wie das mit den Folgen ausgeht. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.